Herzlich willkommen, hier ist MDR um 2 und worüber heute in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gesprochen wird, das erfahren Sie jetzt bei uns, das sind die Themen. Und wir schauen jetzt zuerst in die Nähe von Bischofswerda, wo es heute Morgen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen ist. 450 Polizeibeamte haben im Leipziger Osten und Norden eine Großrazzia durchgeführt und dabei wurden einige Wohnungen und Geschäftsräume von Personen und auch Firmen durchsucht. Mehrere Stunden waren die Einsatzkräfte beschäftigt. Wirklich bewundernswert. 6 Stockwerke ist es hoch, das sogenannte Schweinehochhaus in Marsdorf bei Köthen. In der Anlage werden Schweine gezüchtet, unter grausamen Bedingungen, wie Tierschützer behaupten. Seit Jahren kommt die umstrittene Anlage nicht aus den Schlagzeilen. Und auch heute protestieren Aktivisten wieder in Marsdorf gegen die Haltungsbedingungen in diesem Gebäude. Bergungsarbeiten haben am Morgen für Behinderungen auf der Sie kämpfen immer wieder um das Leben anderer, begeben sich dabei selbst in unmittelbare Lebensgefahr. Die Männer und Frauen der Freiwilligen Feuerwehren. Und deswegen sollten gerade diese Helden selbst ordentlich abgesichert sein. Aber genau das ist in der Praxis wohl nicht so. Immer wieder müssen hier verletzte Feuerwehrleute mit Unfallkassen um die finanzielle Unterstützung kämpfen. Es gibt ja immer wieder Menschen, die die Extreme brauchen. Und so ist auch Sebastian Engel. Er ist Schwimmer aus Leidenschaft, doch das genügt ihm auf Dauer nicht. Also sucht er die Steigerung. Und die war letztendlich so kaltglitzernd wie seine gewonnenen Pokale. Eisschwimmen. Und das war Liebe auf den ersten Schock. Und deswegen hat er sich nun auf etwas sehr Besonderes vorbereitet. Und was wir Ihnen jetzt zeigen, liebe Zuschauer, ist mindestens genauso süß wie auch außergewöhnlich. 4 niedliche Bennett-Kängurus aus Holland, selbstverständlich mit australischen Wurzeln, die jetzt durch den Tierpark Meißen hüpfen. Doch sie sind keine gewöhnlichen Bennets, sondern Albinos. Und wir schalten zu MDR 4 mit Anja Köbel. Sag mal, Anja, weißt du, heute hat ja die Buchmesse ihre Pforten geöffnet. An welchem Tag am meisten los ist? Ich wollte heute mal losgehen mit meinem Sohn. Mach einmal. Das wäre dann eine Variante. Und welcher Gast kommt heute? Ja. Viel Spaß, Anja. Dankeschön. Danke auch. Ja, auf der Leipziger Buchmesse, da steht ja in diesem Jahr Literatur aus Rumänien im Rampenlicht. Und Rumänien, da denken viele gleich an Transsilvanien, an die Heimat der Vampire und Werwölfe.